Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Die Zeit rennt. Es ist schon wieder Montag. Und jetzt schauen wir mal zum Auftakt der Woche. Ich lege euch hier wieder zwei hin zum Auswählen. Was die Wunscherfüllungstendenzen diese Woche so machen. Ich glaube, ich muss es doch wieder wegtun. Ja, also sprich, wo die besten Energien fürs Kollektiv sind für diese Woche. Und ich bin gespannt. Mein Sternenlicht brummt hier noch ein bisschen. Es wird dann gleich aufhören. Ja, eine Woche, wo Wege entstehen können, die wir uns so vorgestellt haben. Eine Woche, wo wir eine gute Option nutzen können, wo wir entscheidungsfreudig sind. Möglicherweise geht es hier auch um Entscheidungen in Liebesdingen oder um Entscheidungen in Herzensangelegenheiten. Vielleicht findet man auch zusammen einen neuen Weg. Loyal und freundschaftlich miteinander umzugehen. Kann natürlich auch in Partnerschaften sein oder ja, dass ihr so spezielle Leute habt, die ihr besonders gerne habt und da irgendwie was auf den Weg bringt. Eine Woche, wo man verstärkt so auch ein bisschen, ja, wie soll ich das nennen, gut im Vertrauen ist, die eigene Größe leben kann, die Stimmung so ein bisschen getragen ist von Loyalität. Möglicherweise bringt man hier auch eine Sache, einen Weg, eine Entscheidung, die langfristig Stabilität bringt und Wachstum auf den Weg. Aussöhnung mit der Vergangenheit. Viele harmonische Aspekte auch von außen herkommen. Also das ist das, was du nicht kontrollieren kannst oder wo du denkst, Mensch, klasse Ding, hier wendet sich etwas in meine Richtung. Hier kommt Positivität und auch eine Woche, wo so ein bisschen um schicksalshafte Entscheidungen geht. Hier kann die Energie sehr plötzlich und überraschend sein oder eben schnell, ja. Und sie ist so, dass sie irgendwie ungute, ungesunde Situationen minimiert. Das kann ja in verschiedenen Bereichen sein. Etwas, was sich für dich nicht gut anfühlt. Möglicherweise irgendwo ein Erfolg, bei dem man jetzt nicht so damit gerechnet hat. Das Schicksal spielt ein bisschen mit. Die Familienthemen oder da, wo du irgendwo so einen Kampf hast mit Liebe, Freundschaft, Loyalität, die du schon aus der Vergangenheit kennst, haben hier die Möglichkeit, ja, so ein stabileres Feld zu kriegen. Schaut ein bisschen auf überall da, wo von außen Impulse kommen, die, ja, man nennt es immer schicksalshaft, ich weiß gar nicht, wie ich es anders sagen soll. Aber das ist so, dass dir hier das Schicksal irgendwie was Gutes vor die Füße wirft und es braucht ein bisschen Achtsamkeit, es zu erkennen. Möglicherweise kommen hier Menschen mit ins Spiel, die nennen sich Seelengefährten.
Ich denke immer, die in unserem Umfeld sind es sowieso, aber es gibt noch mal ganz spezielle, ne? Auf die könnt ihr besonders bauen oder denen könnt ihr besonders vertrauen. Mit denen habt ihr ein gutes Verhältnis, ein inniges Verhältnis. Diese Menschen könnten diese Woche wichtig für euch werden. Ja, wir haben hier nochmal die Sehnsüchte und Wünsche. Eine Woche, wo das auch so bejaht wird, dass man dazu Wege findet. Und auch irgendwie eine Woche der Leidenschaft. Ja, und hier kommt noch der Sieg. Ne? Wunderbar. Von den Sternzeichen her haben wir Fische und was haben wir hier? Wieder. Und hier sind zwei rausgekommen. Der Engel der Freude. Also es geht darum, glücklich zu sein, die Dinge von der positiven Seite zu betrachten. Es geht um so ein beschwingtes, leidenschaftliches Gefühl, mit dem man auch andere ansteckt und in ein bestimmtes Kraftfeld sich entfaltet. Und auch der Engel des Selbstvertrauens. Also das ist so eine getragene Woche, wo man einfach sich auf den Weg macht zu probieren, sich was zuzutrauen, seinen eigenen Wert erkennt. Und auch die einzigartigen Fähigkeiten oder hier sind es auch Personen, ne, die man um sich hat, sich dessen bewusst zu werden, kann hier sehr hilfreich sein, um ein gutes Gefühl an sich zu haben. Dann gucken wir nochmal. Ich lege es jetzt hier drauf. Welche Seite möchtest du aussuchen für dich heute, für einen Impuls? Ich nehme diese Seite hier. Ja, hier ist etwas kurios. und es kommt einem vielleicht auch vor wie eine kleine Abenteuerreise, ja, an diesem Tag oder in dieser Tendenz der Woche. Und wir haben hier von der Astroqualität noch das sechste Haus. Das sechste Haus ist ein Haus des Elementes Erde und betrifft die Themen Gesundheit, Haustiere und Arbeit. Haustiere hättest du hier dabei, Vitalität auch. Und beinhaltet noch die Sternzeichen Stier, Steinbock und Jungfrau. Und die andere Seite kriegt gesagt, und das passt ja enorm gut zusammen, kreiere dein eigenes Leben, bleib deinen Träumen treu. Und wir haben das elfte Haus, das steht hier auch nochmal für Hoffnung, Träume und Wünsche. Ein Haus des Elementes Luft mit den Sternzeichen Zwillinge, Waage und Wassermann. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Wochenstart. Ich drücke euch bis morgen.